Hi Leute, willkommen zurück zu Super Mario, Maus im Bild. Jetzt ist sie weg, cool, ne? Jetzt, habe ich ja gesagt, wir wollten nochmal zurück in die Eiswelt und nach New Dirk City. Und das machen wir auch. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich für diese Welt noch gar keinen Tipp von Toad gebraucht habe. Und mittlerweile haben wir ja schon 17 von 52! Ja! Tropfen auf den heißen Stein, aber ist okay. Ran an den Speck. Speck. Auf geht's. 290 Punkte. Da geht noch mehr. Boom. 309. Ist natürlich auch komisch, dass ich das jetzt als Let's Play mache und dann alle Leute dann schon fünfmal durch sind mit diesem Spiel. Und wir sind hier gerade erst in dieser Welt. Auf ins Schlemmerland. Bowser kann nicht ewig vor uns davonlaufen. Nö, doch kann er. Auf ins Polarland. Bowser darf noch ein bisschen rennen. Wo wir gerade so schön beieinander sitzen, wusstest du eigentlich schon, dass du dein Gamepad aufladen musst, bevor du spielen musst? Dreisprung. Ach, ich drück's auch immer wieder weg, weil ich immer wieder denke, er würde mir nur Quatsch erzählen. Aber dann erzählt er irgendwann mal was Profundes und keiner hat's mitgekriegt. Das ist wie bei dieser Geschichte mit dem Jungen, der immer sagt, Wölfe, Wölfe. Bei ihm ist das genau das Gleiche. So, dann schauen wir mal. Wie viele von den Münzen brauchen wir denn noch? Drei. Das ist nicht viel. Okay, Bowser, do your thing. Oha. Ah, natürlich, wo sonst? Ach, weißt du was? Bin ich mal so faul und lass uns teleportieren. Ding, ding. Ding, 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 ding. Kling, kling, kling. Und runter geht's. Und jetzt machen wir nochmal das Gleiche hier. Ja, ja, ja. Fast. Und da links. Ach, das ist in diesem Bereich von den Hasen? Da habe ich was übersehen? Okay, kann gut sein. Da war ich ja erpicht darauf, schnell fertig zu werden. Da kann es ja auch sein, dass man da irgendwelche Sachen nicht gefunden hat. Ach, wisst ihr, was ich übrigens so ein bisschen... Ach, das hier. Ja, natürlich habe ich hier was übersehen. Das sieht schon so nach übersehen aus, finde ich. So. Nee, nach rechts. Okay. Ach da. Na gut. Yay! Ah, die habe ich mitgenommen, ne? Da war ich schon aufmerksam. Aber hier? Mhm. Ach, dann geht's da nochmal runter wieder. Das ist ja auch klar, dass ich das nicht gefunden habe. Ich meine, wer rennt denn da nochmal runter? Oder ist das hier in der Passage? Ne, da oben war ja der Bossfight dann schon, ne? Ach, das habe ich nicht gemacht. Das ist doch wirklich blöd. Das hätte ich sehen können. Das hätte ich sehen können. Hätte ich auch sehen müssen eigentlich. Oh ja. Tja, jetzt haben wir sie gefunden. Zurückmarschmarsch. Ach nein, Quatsch. Nicht Zurückmarschmarsch. Ich muss mir doch noch die Aufkleber kaufen. Wie blöd bin ich denn jetzt manchmal wieder? Nee. Das ist meine Strafe. Ich darf dann hier durch diese kleinen Schaltflächen mich manövrieren. Scherzen, was hast du da am Essen? Pomelo, ah. Frrr, runter in den Eisbrunnen. Ab in die Eistonne. Ist natürlich auch cool, dass ich hier in einer vollen Urlaubsmontur hier im Schneeland bin, aber die kennen das vermutlich nicht anders. Die haben dann einen dicken Schal und Strickwolle und was nicht alles. Hallo! Ach, für so einen Teppich, da gebe ich jetzt die 5 Euro aus. Ist okay. Schnodderteppich. Ich habe da Schnodderteppich gelesen lassen. Okay. Mhm. Dann gehen wir jetzt nochmal in New Dirk City. Fortschritt ist jetzt nicht so. Oh, was ist hier? Ach so, ich hatte ja hier noch. Ah, jetzt erinnere ich mich. Ich hatte hier ja noch diesen einen Mond gefunden. Als ich durch diese schöne Wandmalerei gesprungen bin. Cityland. Oh ja. Das wird jetzt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber wenn wir die schlimmen Sachen am Anfang gemacht haben, dann kann uns hinterher gar nichts mehr überraschen. Das ist so unsere Philosophie gerade. Beziehungsweise meine Philosophie.
Tschuk, tschuk, tschuk. Hallo. Karte. Nee. Ich gehe mal ins Menü nochmal kurz. So, Album. Keep. Keep. Keep muss da stehen. Ich kann das nicht, Leute. Ich kann das einfach nicht. So, wo ist denn hier Keep? Keep was denn? Da muss ja irgendwo so eine Botschaft stehen. Cap. Nee, nicht Cap. Keep. Power Pizza. Ja, das ist das erste Mal, dass wir in diesem Spiel auch wirklich die Werbung hier lesen müssen. Wahrscheinlich steht auch, das ist in Bowsers Welt eigentlich, da steht irgendwo Keep Out. Ach, das kann natürlich hier unten auch sein. Ah, ich rechne aber erstmal mit so einer Werbereklame, ne? Werbereklame, ne? Wird's heute noch pleonastischer? Steht da, Banana Bagels. Ist natürlich cool, dass sie das alles nach Donkey Kong Sachen benannt haben, aber... Ich finde mich hier nicht zurecht. New Donk City. Wurstesser Festival. Das haben wir alle schon gemacht. Danke, Kuppe, bitteschön. War ja nur eine halbe Geburt, sich neben dich zu setzen. Nee. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, da rennen wir auch nur im Kreis und kriegen gar keinen Fortschritt mehr hin. Ich gehe jetzt nochmal ganz schnell in die Wasserwelt und dann gucken wir uns da nochmal ein bisschen um. 17 von 54 Monden sind natürlich gar nichts. Das müssen wir erhöhen. Und zwar um einiges. Ah, hier haben wir auch wieder noch irgendeinen Mond gefunden. Stimmt irgendwo, weiß ich nicht. Hier, zack. 311, aufgepustet. Vielleicht habe ich ja auch schon irgendwo drauf geknallt und ich weiß es noch nicht. Los, auf in ein anderes Land. Ich habe lange nicht mehr einen falschen Knopf gedrückt, ne? Küstenland. Auf geht's. Und danach müssen wir auch mal gucken, ob wir fast schon alles haben. Ich weiß auch nicht, wie viele Welten es noch gibt, ne? Ich glaube, es sind noch ein paar. Rein. Wasserspurt. ZL. Und Y. Aber das ist doch wieder so ein Arschbombenschwimmen. Das will ich doch nicht. Dann habe ich doch schon 20 Mal gesagt, dass das nicht was ist, was ich mag. Vor allem jedes Mal, wenn das Schüttle dein Gamepad steht, ne, dann stirbt ein kleiner Teil von mir. So. Aua! Ich würde jetzt erstmal Richtung Volleyballfeld gehen. Machen wir die schlimmen Sachen zuerst. Genug Monde beisammen. Wir können ins nächste Land reisen. Ja, lass doch mal gut sein. Reicht das an Kleidung? Man kann den Blubberstrand nicht umfassend genießen, wenn man keine entspannte Mode trägt. Wunderbar, das ist das perfekte Ensemble zum Entspannen. Nur hereinspaziert, dem Strandurlaub steht nichts mehr im Weg. Rein da, los, aufmachen, rein. Attacke. Zwei Monde hier bestimmt. Schauen wir mal. Was? Lust auf ein Tänzchen? Oh ja. Ich mach mal ein Foto. Ja. Ach so. Das reichte schon. Ich musste das Tänzchen nicht mitbestimmen. Hätte ja sein können, dass ich da so Mario Party-mäßige Bewegungsabfolgen bringen muss, aber war eigentlich nicht. War gut. Alles sehr entspannt. Oh, wisst ihr, was cool ist? Dass die Kerzen nebenbei Super Mario 64 von mir gucken. Das hat sie noch nicht gesehen und das Projekt ist wie alt? Oh, das wird cool hier. Trötenfahrt. Ach, auch noch in einer Reihe. Na toll. Wenn man die nicht auf Anhieb kriegt, ist natürlich Siesta dann, ne? Das heißt, wir müssen jetzt an dieser Stelle sofort schon gucken, dass wir gerade zu den Dingen stehen. Einmal ausloten. Ja, ich glaube, das geht. Nee, geht nicht. Obwohl das gut... Yes! So, dann... Ah. Ach, guck mal, das ist doch... Doch, das geht. Hier so zu schwimmen ist fett. Das kriege ich hin. Kann ich. Zwei Monde haben wir. Das ist schon viel, ne?
Im Vergleich zu dem, was wir sonst sofort so schnell reißen. Das ist eigentlich gar nichts. Das ist egal. Wir kriegen's hin. Und das, obwohl ich noch nicht zum Volleyball gelaufen bin, wie ich eigentlich gedacht hatte. Immer wieder euch angelogen, ne? Das habe ich wieder gemacht. Dann müsst ihr mir wieder auf den Finger hauen. Das geht so nicht. Ist natürlich auch cool, dass man hier überall diese Tröten kriegt, mit denen man hier schneller schwimmen kann. Nee, ich meine nicht schwimmen, sondern übers Wasser laufen kann. So, du bleibst genau da, wo du bist. Jetzt immer noch. Dankeschön. Das ist auch immer ein Akt, das so schnell zu machen. Nee, warte mal. Ich gehe nochmal weiter hoch hier. Ah. Nix. Okay, hier sind auch wieder zwei. Die finden wir auch. Yes! Wetten, der erste ist irgendwie damit verbunden, dass wir hier rausfahren, so. Hier so. Vielleicht ist hier ja was. Versuch macht klug, Kinder. Ja, oder man geht einfach kaputt. Das geht auch. Ja, man muss was riskieren, Leute. Wenn man nichts riskiert, dann verändert sich auch nichts. Boah, nochmal. Ah. Okay, dann lassen wir uns mal hier eben auf... Ey! Auftanken, wollte ich sagen. Okay, hier ist natürlich irgendwo, während man hier rumfleucht, eine Möglichkeit, noch einen Mond abzugreifen. Was wir nicht sehen können, weil die Kamera uns nicht lässt, aber ist okay. Interessiert mich eigentlich auch nicht. Wir kriegen das schon irgendwie gedarkstellt hier. Und er springt sogar, das ist ein richtig frecher Typ. Und jetzt habe ich schon übersehen. Kann doch nicht sein. Und vor allem, man hat ja auch nicht genug Gelegenheit hier zu gucken, weil die ganze Zeit immer so ein Frechdachs hier ankommt und uns bespuckt. Das ist nicht nice. Okay, dann machen wir es mal so. Ja, da erwarten die aber einiges von uns hier, ne? Ja, das wäre zum Beispiel so eine Szene, wo man noch einen anderen verstecken könnte. Irgendwo, wo man gerade nicht gucken kann, sondern schnell versucht, hier durchzugelangen. Da haben die bestimmt noch mal irgendwo was versteckt. Bin ich mir sicher. Oben, unten, links, rechts, keine Ahnung. Also wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal durch. Nee, warte mal. Hier ist doch jetzt... Ach, so geht das. Ah, diejenigen, die genug Power am Ende hatten, sind dann belohnt worden. So rum. Das ist mal nicht schlecht. Das finde ich gut. Flug durch das enge Tal. That's what she said. Okay, jetzt aber Volleyball spielen. Ich mache... Heute ist noch Volleyball angesagt. Das habe ich ja versprochen. Ich kann ja sowas nicht auf mir sitzen lassen, ne? Bitte betritt das Spielfeld. Habe ich. Ich spiele Defense. Ach so, ich muss auf der anderen Seite. Und hier kommt dann so... Versuche den Ball 15 Mal hin und her zu schlagen. Ja, genau. Oh Gott. Ach so geht das. Aber wirklich nur 15 Mal, ne? Nicht, dass wieder irgend so ein Fritzer ankommt und sagt, ja, 100 Mal. Bitte nicht 100 Mal. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Das mache ich nicht. 15 Mal kann ich. Aber 100 Mal, da ist... Nee. Ich weiß auch nicht, was sie sich da beim Seilspringen gedacht hatten. Ich finde es auch schön, dass ihr mir da so beigestanden habt, dass ihr geschrieben habt, oh Gott, das ist so schlimm. Und es war auch schlimm. Also für mich war es eine reine Tortur. Ich saß davor und gut, dass ich das nicht gezeigt habe. Halb offener Mund und richtig Probleme gekriegt. Hier! Du Eierkopf! Ach, so geht auch. Na gut, dann ist er ja easy. Das ist nur, weil er gemein war. Weil er das... Ja, ja. Tempo. Tempo. Ja, Tempo. Tempo wäre gut. Gib mir Tempo. Okay, okay, okay. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Hui. Mario kommt auch nicht aus dem Pushen da am Anfang, ne? Oh, oh. Das ist immer witzig, wenn man ihm das so richtig ins Gesicht donnert. Na, okay. Zweimal noch. Ich habe echt keinen Bock, das noch häufiger zu machen, ne?
Ich mach... Das ist gut. Ich mach mal 20. Oder sollen wir mal 50 machen? Nee, mach mal 0. Und jetzt sagt ihr... Oh, es gibt einen, der schon 200 Mal gemacht hat. Nee, ich... Ja, ich hab verloren, ich weiß. Erzähl mal. Dies ist unser Beachvolleyballfeld. Kennst du Beachvolleyball? Das wird dir bestimmt gefallen. Berühre einfach nur den Ball, um ihn zurückzuspielen. Das geht so lange hin und her, bis der Ball den Boden berührt.